Guten Morgen aus Quedlinburg. Ich bin ein bisschen weiter, nachdem ich ja gestern in Goslar und dem Okertal-Okertalsperre so einen nassen Hintern gekriegt habe, dass ich erstmal im Bulli nachher die Sachen auswringen durfte und die Standheizung laufen lassen habe, weil ich überhaupt nicht mehr trocken wurde. Naja, neuer Tag, neues Glück. Die Sachen sind gepackt. Natürlich auch die Regensachen, weil wieder Regen angesagt ist. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ein Stück weitergezogen mit dem Auto bis hierhin. Ich war 45 Kilometer, glaube ich. Und möchte mir jetzt hier Quedlinburg gerne mal anschauen, weil es ja doch auch eine sehr alte Stadt ist, wie ihr hier schon im Vordergrund sehen könnt, mit traumhaften Gebäuden. Und da würde ich euch gerne wieder mitnehmen. Selber stehe ich jetzt hier zum Film gerade auf dem Wohnmobilstellplatz. Kann man auch relativ gut erkennen. Hier gibt es Strom und alles Mögliche. Und wenn man das möchte, kostet, glaube ich, 10 Euro. Ich habe mich aber dazu entschieden, gegenüber zu parken am Ortsausgang. Da kostet es nichts. Und ich stehe genauso gut. Da ich keinen Strom oder ähnliches brauche, reicht das auch. Ja, und ich würde sagen, hier beginne ich jetzt. Und zwar geht es hier Richtung historische Altstadt. Und es fängt direkt mit diesem kleinen, schnuckligen Häuschen an. Aber ich werde erstmal gleich ein bisschen Gas geben, dass ich an der Müllabfuhr vorbeikomme, weil es müffelt ein wenig. So, gesagt, getan. An der Müllabfuhr vorbei. Und jetzt geht's kreuz und quer hier durch die Innenstadt. Ich mache mal nur so kurze Ecken hier, weil die Bilder echt klasse sind. Hier hat man auch schon mal einen Blick Richtung Schloss, nehme ich an. Hier weiß man echt nicht, wo man zuerst hingucken soll. Von jeder Gasse geht eine weitere Gasse ab, wo auch diese schicken Fachwerkhäuser sind oder gerade wieder schick gemacht werden. Und hier vor mir ist das Café Kaiser mit einem super schönen Innenhof. Hier endet jetzt mal ein Weg, wo ich nicht mit dem Fahrrad durch kann, und zwar geht es hier in die Brandgasse. Hier so ein kleiner Platz am Finkenherd, nennt sich das hier, glaube ich. Und schaut mal dieses Haus dort rechts mit den ganzen Verzierungen. Das vor mir hier ist eigentlich der Aufgang Schlossberg. Aber wie ihr sehen könnt, wird hier schwer gearbeitet. Und daher ist das Ganze gesperrt. Muss ich mal schauen, Pastorentreppe wäre die andere Möglichkeit, da hochzukommen. Aber auch der Weg hier runter, schaut euch das mal an. Wie gesagt, ich bin mitten in der Stadt. Da finde ich das noch mal beeindruckender mit diesem Felsen hier so. Hier noch mal ein anderer Blickwinkel, auch eingerüstet, aber man kann sich ja trotzdem mal anschauen. Also diese Gassen und Wege hier hoch rund ums Schloss alleine, Weltklasse. Auch wenn es Kopfsteinpflaster ist, aber hier ist ein bisschen kleineres. Da kann man schon besser drauf fahren als auf diesem ganz groben. Und es wackelt nicht so sehr. Hier auch wieder schön zu sehen, wie verwinkelt das Ganze hier ist und wie viele Gassen dazwischen sind. Auch das finde ich interessant. Ich würde sagen, das ist ein Doppelhaus der ersten Generation. Beziehungsweise oben nur eine Haushälfte.
So, jetzt hier im Wasserwinkel angekommen, geht es wieder in so einen kleinen Park rein. Und die Sonne kommt raus. Juhu. Wobei, kalt ist es auch nicht. Es ist sehr angenehm. Sogar schon kurze Hose, T-Shirt reicht vollkommen. Aber mit Sonne ist es immer noch mal schöner. Ist das nicht schön am Blühen? Und der Duft ist richtig in der Luft hier. Herrlich, herrlich. Ja, so ein kleiner, feiner Park hier. Ne? Nichts Weltbewegendes, aber durchaus schön. Hier stand gerade ein Schild, dass das der Abteigarten ist. Hier kann man auch noch so ein Stück am Wasser entlang gehen oder auch radeln, wo das dann da vorne durch so einen kleinen Bogen abfließt. Und immer wieder dieser herrliche Blick auf die Fachwerkhäuser. Muss man mögen, aber ich finde es durchaus schön. Und die Blumen sind ja auch nicht zu verachten. Es ist hier nicht ganz so rausgeputzt wie in Wernigerode, aber trotzdem auch sehr schön. Nachdem ich durch diese kleine Gasse bin, kommt der Bach hier auch wieder zum Vorschein. Da im Innenhof ein schöner Biergarten. Und wenn man dem Bachlauf dann so ein bisschen folgt, sieht das hier so aus. Schön mit den, ich glaube Geranien sind es, ne? Am Wasser entlang hier. Toll. Und jetzt werde ich mich weiter hier durch die Gasse schlängeln. Das hier vor mir ist die Kulturkirche St. Blasi. Von dieser Seite noch mal schöner zu sehen. Ah, jetzt kommt schon wieder die Müllabfuhr. Die verfolgen mich. Hier ist in jeder Gasse einer und es sind immer andere. Weil hier drei verschiedene Müllsorten gleichzeitig abgeholt werden. Aber die müssen ihre Arbeit auch machen. Nützt ja nichts. So, nächste Gasse. Neues Glück. Hier habe ich gerade gesehen, Quedlinburg Information. Da fahre ich jetzt erst einmal rüber und schaue, was da so steht. Kann ja nie schaden, ein bisschen Information zu haben. So planlos, wie ich immer bin. Oh, und ein herrlicher Platz. Heidewitzka. Hier rechts, das sieht ja schon ganz nett aus. So typisch Innenstadt-Fußgängerzone. Aber wenn ich mich jetzt drehe, das ist ja wohl der Hammer, oder? Hier entlang des Ratskellers. Danach kommt noch so ein schickes Gebäude und noch eins und eine Kirche und man weiß gar nicht, wo man hier zuerst hingucken soll. Hier die Bosse-Schule schön zu sehen und direkt daneben so ein kleines Kirchengebäude, was an einem Haus direkt angebaut ist. Bin ich wieder auf so einem schönen kleinen Plätzchen und da hat man einen herrlichen Blick auf St. Nikolai, müsste das, glaube ich, sein. Hier in einer der weiteren vielen Gassen geht es zur städtischen Badeanstalt. Da bin ich ja mal gespannt, ob das Schwimmbad ist oder Naturbad. Auch wieder hier entlang dieser vielen kleinen Gassen und Fachwerkhäuser. Ja, man hört es schon, das ist wirklich ein Hallenbad. Schön dieses Kindergeschrei dazu hören, wie sie Spaß haben. Und wieder entlang dieses Baches hier.
Hier sieht man mal schön, wie aufwendig das auch von innen dann saniert wird. Mit diesen schönen Holzbalken und Decken da drin. Also das ist im Grunde brandneu. An der Seite sieht man neue Mauerwerke. Echt klasse. Hier geht es auch wieder ganz elegant holprig durch so einen kleinen Torbogen gleich. Dort geht es die nächste Gasse rein und dann auf diesen schönen Bau, der auch ein bisschen Zuwendung brauchen könnte, denke ich. Aber erstmal schauen, was es wirklich ist. Ich denke, das gehört hier zur alten Stadtmauer und somit dieser Turm wahrscheinlich auch. Weil da vorne, nach diesem roten Haus, kann man leicht erkennen, da kommt schon der nächste. So nochmal ganz gut zu erkennen. Ich bin gerade an der Amelungstraße vorbeigekommen und habe da im Augenwinkel noch diese Brücke gesehen. Und dachte, jupp, einmal reinfahren, einmal gucken. Und ist eine super schöne alte Stahlbrücke. Und zwar die Vossbrücke steht hier. Und wenn man runterschaut, hat man herrliches Grün, ein paar Enten und glasklares Wasser. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch schon die Bode ist. Ich glaube, Bode hieß der Fluss, der von Thale kommt. Ist durchaus möglich. Ist ja gar nicht so weit weg von hier. Das ist ja auch ein klasse Anblick hier Richtung Bahnhof. Das ist schon eine Kathedrale, dieser Mittelbau hier. Wahnsinn. Dort gegenüber ist doch auch mal ein imposantes Gebäude, wo natürlich eine Bank untergebracht ist. Das Geld muss ja irgendwo hin. So, jetzt gegen 9 füllt sich auch langsam hier so die eine oder andere Straße, gerade wo die Bäcker sind. Hier so ein kleines Denkmal für die Freimaurer. Nett, die beiden. Das hier vor mir ist das Bildungshaus Karl Ritter. Da ist unter anderem die Musikschule und die Volkshochschule untergebracht. Und in diesem Prachtbau ist das Kreishaus untergebracht. Und hier geht es jetzt so ein kleines Stück durch die Fußgängerzone. Gehört auch dazu. Ihr könnt schon erahnen. Ein Wasserlauf durch die Stadt. Klein Venedig. Wieder so ein schöner Kleinod hier. Hier in der Mitte ist schön zu sehen, das Klopstockhaus. Warum das so heißt, kann ich nur mutmaßen. Aber Kloppe und Stock hört sich nicht so ganz angenehm an. So, durch diese Gasse versuche ich jetzt mein Glück, mal dort oben zur Burg zu kommen. Irgendeinen Weg wird es wohl geben. Also, hier wäre schon mal die erste Möglichkeit hochzukommen. Ich probiere es jetzt aber noch mal dort herum, ob das dann mit dem Rad auch möglich ist. Wenn nicht, muss ich das Rad hier anschließen und eben laufen. Diese Gassen sind Weltklasse hier. Schaut euch das an. Wie ihr erahnen könnt, mein Rad ist angekettet. Das heißt, ich muss laufen. Die letzten Stufen bis zum Durchgang, vermute ich. Aber bevor ich reingehe, hier mal ein kleiner Blick über die Dächer von Quedlinburg. Ich hatte vorhin hier mit dem älteren Herrn gesprochen, sind wir so ins Gespräch gekommen. Da sagte ich ihm, wie schön es hier ist. Und da sagte er, es ist wieder schön. Der ist hier aufgewachsen, seit eh und je und kennt halt auch noch die anderen Zeiten. Aber war ein informatives, nettes Gespräch. Und doch noch ein paar Stufen. Aber dann. Ach
hier gibt es gleich auch noch mal einen besseren Rundumblick. Ja, das lohnt sich doch. Hier sind auch die Kirchen alle vernünftig zu sehen. Mit ihren doch sehr imposanten Türmchen. Und die Vielfalt an Fachwerk. Und in die Richtung hier schön der Brunnen mit dem Rosengarten davor. Dahinter scheint ein Café zu sein. Tolle Anlage. Bis jetzt ist schon schön. Mal gucken, was da vorne noch kommt. Und hier bin ich jetzt, glaube ich, im Kräutergarten angekommen. Weil hier ist Kerbel, Dill, Quendel, all solche leckeren kleinen Kräuter, Schnittlauch. Aber ihr seht's ja. Leider auch von hier kein richtiger Zugang möglich. Also das wird nicht nur halbseitig irgendwie saniert hier, sondern im Kompletten. Aber man kann ja zum Teil erahnen, wie es hier so ist. Hier leider auch nochmal das Hinweisschild, dass man hier keinen Ausgang hat und den anderen Weg nutzen soll. Deswegen werde ich das dann auch mal ganz anständig machen und nicht hier reingehen, wo ausdrücklich steht, Betreten der Baustelle verboten. Weil das wäre ja gar nicht gut. Aber sieht toll aus hier, der Bogen. Das kann man ja ruhig mal feststellen. Hier nochmal ein Blick runter am Hang, wo auch über so kleine Gartenparzellen drin sind. Das ist mir vorher auch nicht so aufgefallen. Und ansonsten ist halt generell eine schöne Aussicht hier. Wer Fachwerk mag und Altstädte mit engen verschlungenen Gassen, ist hier in Quedlinburg definitiv richtig. Es lohnt sich für einen Tagesausflug. Und das Umland hat ja auch noch das ein oder andere zu bieten, was gar nicht weit entfernt ist. Ich werde das Video jetzt hier dann beenden. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus, heute aus Quedlinburg.